Activity 2. In the second activity, we'll practice yes or no questions and commands, suggestions, the two instances where the verb is at the beginning of the sentence. Let's start with questions. When we say, Sie schreibt ein Buch. Turn this into a question. You say, Schreibt sie ein Buch? Let's start then. Sie schreibt ein Buch. Schreibt sie ein Buch? Er schreibt einen Brief. Schreibt er einen Brief? Ihr Freund hat einen Hund. Hat Ihr Freund einen Hund? Claudia kommt zu spät. Kommt Claudia zu spät? Der Schlüssel liegt auf dem Tisch. Liegt der Schlüssel auf dem Tisch? Now let's practice suggestions or commands. If we say, Du machst die Tür auf. Turn it into a command. You say, Mach die Tür auf. It's mach auf, because the original sentence was directed to someone you use du for. Let's start. Du machst die Tür auf. Mach die Tür auf. Du nimmst dir Zeit. Nimm dir Zeit. Ihr macht die Fenster zu. Macht die Fenster zu. It's macht zu, because the Q sentence was directed to a few friends or people you address with the familiar ihr. Sie lesen weiter. Polite form. Lesen Sie weiter, bitte. Or you could say, Lesen Sie bitte weiter.